Gegenstandsnummer SCP-453. Objektklasse Euklid. Spezieller Haltungsprozess. SCP-453 muss mit nicht weniger als 4 Barkeepern, 6 Türstehern, 4 Reinigungskräften, einem Arzt, 4 Rettungssanitätern und 2 Beobachtern besetzt sein. Alles geschulte Mitarbeiter der Foundation, rund um die Uhr. Zusätzlich sind 10 oder mehr Sicherheitskräfte der Foundation im angrenzenden Nebengebäude 453-01, das über einen Kellerzugang mit SCP-453 verbunden ist, in Bereitschaft zu halten. Alle Mitarbeiter müssen sich mit Dokument 453-1, vollständige Liste der bekannten Skripte, vertraut machen und sämtliche Skripte, die vom derzeitigen Vorortbetreuer Dr. Moriglioni markiert wurden, auswendig lernen. Das Versäumnis, die markierten Skripte auswendig zu lernen, ist ein Grund für die sofortige Entlassung aus dem Dienst in SCP-453 und führt zu einem formellen Eintrag in die Personalakte. SCP-453 soll zwischen 4 Uhr und 20 Uhr Ortszeit abgeschlossen und bewacht werden. Von 20 bis 4 Uhr soll es aufgeschlossen und geöffnet werden. Jeder, der den Club während der Betriebszeiten betritt, erhält ein Funketikett, das an seine Kleidung geklebt wird und wird jederzeit von internen Videokameras überwacht. Tagsüber sind sämtliche Größen von SCP-453 vom Personal zu prüfen und zu vermessen. Jede Bewegung von festen Objekten im Gebäude ist aufzuzeichnen und dem Forschungsleiter Dr. Moriglioni zu melden. Protokolle zur Brandverhütung und Gewaltunterdrückung haben dem permanenten Befehl 405-991 Abschnitt T zu entsprechen. Sollte durch Bewegung fester, interner Strukturen gegen dieses Protokoll verstoßen werden, sind unverzüglich Renovierungsteams zur Umstrukturierung des Standortes zu rekrutieren. Beschreibung: SCP-453 ist ein Nachtclub in Italien, der derzeit vollständig im Besitz vom Personal der Foundation ist und von diesem betrieben wird. Jeden Abend trifft eine scheinbar zufällige Auswahl von Zivilisten aus und angrenzenden Gemeinden im Club ein. Obwohl die Nacht stets wie in jedem anderen Club beginnt, fallen die anwesenden Zivilisten im Laufe der Nacht in Rollen in eine der derzeit dokumentierten Sequenzen von Ereignissen, von den Agenten der Foundation, die an SCP-453 arbeiten, als Skripte bezeichnet. Im Laufe des Abends verlassen die Zivilisten im Allgemeinen dem Skript entsprechend den Club und kehren nach Hause zurück, wobei sie nur teilweise Erinnerungen an die Nacht behalten. Alle überlebenden Zivilisten verlassen den Club jede Nacht vor 4 Uhr. SCP-453 existiert an seinem derzeitigen Standort bereits seit Beginn der Aufzeichnung der Foundation. Archäologische Funde deuten darauf hin, dass ein wohlhabender römischer Senator, der für seine extravaganten nächtlichen Partys bekannt war, bereits vor Christus eine Villa an diesem Ort hatte. Die Foundation ist im Besitz des Ortes seit... Zu mehreren Zeitpunkten wurde das Gebäude abgerissen und zerstört. Nächtliche Partys unter freiem Himmel fanden jedoch weiterhin auf dem Gelände statt. Wenn das Gelände selbst unzugänglich gemacht wird, versammeln sich zivile Partygänger so nah wie möglich am Gelände und beginnen ein spontanes Straßenfest. Diese Party entwickelt sich rasch zu einem Aufstand. Siehe Dokument 453-1, vollständige Liste der bekannten Skripte im Anhang. Der Club in seiner jetzigen Form wurde vollständig nach den Spezifikationen der Foundation entworfen und gebaut. Alle Kernbauteile sind in SCP-Qualität ausgeführt, um Schäden durch die gewalttätigeren Skripte zu begrenzen. Dr. Moriglioni hat beobachtet, dass das Gebäude eine gewisse Fähigkeit zur Selbstmutation gezeigt hat. Besonders erwähnenswert ist die allmähliche Verlagerung des Sicherheitsschranks mit den nicht tödlichen Waffen für das Personal. Er ist immer näher an die Herrentoilette gerückt. Zurzeit steht er im gesicherten Personalbereich still. Andere Teile des Gebäudes haben sich langsam bewegt und sich auf ähnliche Weise verändert. Ein vollständiges Protokoll der bekannten Skripte ist als Dokument 453-1 beigefügt. Die Auswahl eines Skripts scheint halb zufällig zu sein, wobei verschiedene Stimuli das Auftreten bestimmter Skripte fördern. Zum Beispiel wurde Skript 117, die silbernen Harlekins, nur beobachtet, wenn mehr als 15 Clubbesucher über 60 Jahre alt sind. Bitte beachten Sie, dass die Skriptprotokolle zwar relevante Ereignisse auflisten,
aber alle Ereignisse im Club mit Ausnahme der Handlung des Personals ab ca. 21 Uhr beginnen dem Skript zu folgen. Der genaue Zeitpunkt variiert je nach Skript. Teilnehmer beginnen Latein zu sprechen, während sie im Skript eingeklinkt sind, obwohl Musik, Tanzstile, Alkohol etc. modern bleiben. Vollständige Protokolle aller aufgezeichneten Handlungen, Dialoge und Fragen für jedes Skript sind auf Anfrage bei Dr. Moriglioni erhältlich. In seiner gegenwärtigen Konfiguration scheint SCP-453 insbesondere drei Skripte zu bevorzugen. Diese drei machen etwa 80% der gesehenen Skripte aus und stellen einen guten Querschnitt der allgemeinen Skripttypen dar, die SCP-453 beherrscht. Geordnet nach Häufigkeit ihres Auftretens sind dies folgende. Skript 43. Die fremdgehende Ehefrau. Geringe Priorität, geringe Todesrate. Ein medizinischer Eingriff des Personals ist um 23.07 Uhr für 43 Mann C erforderlich und für 43 Mann A und B empfohlen. Die medizinische Behandlung von 43 Ehefrau um 23.19 Uhr wird ebenfalls empfohlen, ist jedoch von der Zustimmung von 43 Ehefrau abhängig, da sie das Skript zu diesem Zeitpunkt verlassen haben wird. Relevante Ereignisse. Um 21.49 Uhr wird sich eine Frau als 43 Ehefrau bezeichnet, im Alter zwischen 20 und 25 Jahren auf die Herrentoilette zurückziehen. Innerhalb von 2 Minuten gefolgt von 3 Männern zwischen 20 und 40 Jahren, als 43 Mann A, B und C bezeichnet. Zwischen 21.52 Uhr und 22.50 Uhr Daten gelöscht. Um 22.55 Uhr wird ein männlicher Zivilist, 43 Ehemann, SCP-453 betreten, eine Flasche Rotwein bestellen und sich sofort auf die Toilette begeben. 43 Ehemann wird 43 Mann A und B mit der Flasche bis zur Bewusstlosigkeit schlagen. 43 Mann C wird ein leichtes Hirntrauma erleiden. Sofortige medizinische Behandlung wird es 43 Mann C ermöglichen, sich innerhalb einer Woche zu erholen. 43 Ehemann schleppt 43 Ehefrau aus der Toilette und fährt fort, Daten gelöscht, wobei er Epitheta über Untreue und Ehe auf Lateinisch schreit. Andere Besucher des Clubs schenken ihm keine Beachtung. 43 Ehemann zerrt 43 Ehefrau um 23.19 Uhr aus SCP-453. An diesem Punkt haben beide das Skript verlassen und 43 Ehefrau kann für medizinische Behandlungen zurückgeholt werden. Folgen. Trotz des Traumas der Ereignisse zeigt sich bei 43 Ehefrau am folgenden Tag keine Erinnerung an die Ereignisse. Auf Verletzung aufmerksam gemacht, reagiert sie mit Schock. 43 Ehemann erinnert sich vage an die Ereignisse, glaubt aber nicht, dass es sich um etwas anderes als einen Albtraum handelte. Gewalttätige Reaktion auf den verhörenden Agenten, wenn er damit bedrängt wird. Die drei 43 Männer erinnern sich an eine Schlägerei in einer Bar, aber nicht an deren Ursache. Anmerkung: Keiner der Teilnehmer an diesem Skript hat eine Beziehung zu oder vorherige Kenntnisse von einem der anderen. Wenn sie nach den Ereignissen des Skripts einander vorgestellt werden, zeigen die Teilnehmer 43 Ehefrau und die 43 Männer einen irrationalen Hass auf 43 Ehemann. Dies gilt für jeden, der zuvor in einige dieser Rollen einem Skript teilgenommen hat, selbst an verschiedenen Tagen. 43 Ehemann fühlt sich stark zu 43 Ehefrau hingezogen. Weitere Vorstellungen von 43 Ehemann und 43 Ehefrau nach Ende des Skripts wurden nach Daten gelöscht verweigert. Es ist von einigen Interessen anzumerken, dass trotz der Fähigkeit, die 43 Männer im Kampf zu überwältigen, das Skript scheinbar bevorzugt, einen 43 Ehemann auszuwählen, der von kleiner Statur und in schlechter körperlicher Verfassung ist, während die 43 Männer in der Regel groß und körperlich fit sind. Versuchsprotokoll 453-S-43. Abweichung. Die Herrentoilette ist abgeschlossen, nachdem 43 Ehefrau sie betritt. Ergebnis: 4 neue Individuen, als 43 Schlosser bezeichnet, erscheinen fast unmittelbar nach der Schließung der Toilette und öffnen gewaltsam die Tür, um die Einrichtung zu benutzen. Ereignisse laufen wie üblich ab, mit einer 12-minütigen Verzögerung. Diese Individuen scheinen in der Lage zu sein, jedes Schloss zu umgehen, das wir bisher an der Tür angebracht haben,
einschließlich SCP. Abweichung: 43 Ehemann wird der Zugang zu einer vollen Flasche Alkohol verweigert. Stattdessen wird ihm ein Glas gegeben. Ergebnis: 43 Ehemann nimmt einen Barhocker mit auf die Toilette. Teilnehmer 43 Ehefrau und 43 Mann A und C werden getötet, anstatt verletzt. Teilnehmer 43 Mann B erleidet irreparable Verletzung der Wirbelsäule. Anmerkung: Die Anwendung von SCP-427 wurde für die Genesung dieses Zivilisten genehmigt. 2010. Dr. Irsten. Abweichung: 4 Mitglieder des Foundation-Personals betreten die Herrentoilette und versuchen 43 Ehemann mit nicht tödlichen Waffen zu überwältigen. Ergebnis: Siehe Videoprotokoll 453-43-039. Personal wird von 43 Ehemann überwältigt, der sofort auf die Ankunft der Mitarbeiter reagiert, bevor ein Angriff stattfindet. Sie entwaffnet und ihre Waffen zerstört, nachdem er sie damit bedroht hat. Personal wird ab diesem Zeitpunkt ignoriert. Das Skript wird wie üblich mit einer 3-minütigen Verzögerung fortgesetzt. Anmerkung: Direkte Eingriffe in geskriptete Ereignisse sollten angesichts des Vorfalls Daten gelöscht viel sorgfältiger gehandhabt werden. Wir hatten diesmal sehr viel Glück. Dr. Moriglioni. Skript 21. Der Besuch des Senators. Hohe Priorität. Mittlere Todesrate. Personal muss sofort nach dem Beginn dieses Skripts um 22.13 Uhr die Triage in Raum 453-12 vorbereiten. Medizinischer Eingriff wird um 22.59 Uhr beginnen. Die meisten medizinischen Eingriffe werden sich durch Autopsieinformationen aus früheren Skriptvorfällen gestützt, die in Dokument 453-S21 MED beigefügt sind. Relevante Ereignisse. Um 22.13 Uhr wird ein Zivilist, 21 Senator, in SCP-453 eintreffen, begleitet von einem Gefolge von 13 Dienern, 21 Diener A bis M. Die Diener werden mit improvisierten Waffen ausgerüstet sein. Bei der Ankunft von 21 Senator werden die Gespräche im Club für 4 Minuten unterbrochen. 3 bereits anwesende Zivilisten, 21 Attentäter A und B, 21 Aktivisten, ziehen sich in verschiedene Ecken des Clubs zurück und beraten sich mit unbeteiligten Zivilisten über die Bedeutung der Ankunft des 21 Senators. Um 22.17 Uhr räumt das Gefolge von 21 Senator ihm einen Tisch in der Nähe der Mitte des Raumes frei und er beginnt, extravagante Speisen und Getränke zu verlangen. Die Art der Speisen und Getränke variiert je nach den derzeit verfügbaren Menüpunkten. Wenn nur Angebote zur Verfügung stehen, die nicht teuer genug sind, verlangt der 21 Senator komplizierte Gerichte, die aus den derzeit in SCP-453 verfügbaren Zutaten zubereitet werden. Er hat die Fähigkeit gezeigt, präzise vorhersagen zu können, exakt welche Zutaten und Kochmethoden mit der in SCP-453 vorhandenen Ausstattung möglich sind. Trotz gegenteiliger Bemühungen der Foundation werden die Aufträge von 21 Senator immer um 22.27 Uhr, 22.39 Uhr und 22.50 Uhr fertiggestellt. Dies ist eine der wenigen Gelegenheiten, bei denen das Skript die Handlung der Mitarbeiter der Foundation vor Ort direkt beeinflusst. Um 22.40 Uhr wird sich 21 Aktivisten an 21 Senator wenden und ihn in Bezug auf die Behandlung von Sklaven in einer römischen Stadt in die Zange nehmen. 3 Minuten nach Beginn ihrer Unterhaltung werden die 21 Diener A, B und C einschreiten, 21 Aktivisten gewaltsam entfernen und sie mit ihren improvisierten Waffen angreifen. Sie wird um 22.59 Uhr an der Seite des Hauptclubraums zum Sterben zurückgelassen und sollte unverzüglich medizinisch behandelt werden. Um 23.21 Uhr wird sich 21 Attentäter A, 21 Senator nähern, eine Waffe mit Klinge ziehen und ihn angreifen. Die 21 Diener C, D, E und F werden sofort reagieren und 21 Attentäter A überwältigen und töten. Bisher konnte dies noch nicht durch eine Intervention verhindert werden. Um 23.45 Uhr wird 21 Attentäter B, eine Schar von Zivilisten entlang der östlichsten Wand des Clubs, zu einer Kneipenschlägerei anstiften. 4 Minuten nach Beginn des Aufruhrs wird 21 Attentäter B,
auf die 21 Diener A, B, D, F, J, K und M einstechen, wobei er schnell durch die eskalierende Schlägerei auf 21 Senator zuläuft. Die 21 Diener B, F und K können sofort entfernt werden, da sie sich am Rande der eskalierenden Schlägerei befinden werden und sollten sofort zur Behandlung gebracht werden. 21 Diener A kann um 23.56 Uhr entfernt werden, wenn die Menge sich auflöst, sollte jedoch ebenfalls wegen Trittverletzung behandelt werden. 21 Diener D, J und M werden nicht vor 0.10 Uhr geborgen werden können und müssen sofort prioritär medizinisch versorgt werden. Oder sie werden sterben. Siehe Dokument 453-S21-MED. Um 23.50 Uhr erreicht 21 Attentäter B, 21 Senator und beginnt einen Kampf mit 21 Diener C. Beide werden schwer verletzt, während 21 Senator zu entkommen versucht. 21 Attentäter B schaltet 21 Diener C schließlich aus und greift 21 Senator um 23.53 Uhr an, wobei er ihm in den Hals sticht. Alle Versuche, 21 Senator oder 21 Diener C zu bergen, sind an weiterer Gewalt und Opfern von 21 Attentäter B gescheitert und sollten daher unterlassen werden. Von 23.55 Uhr bis 1.15 Uhr eskaliert die Schlägerei in der Bar weiter. Eine vollständige Liste von Verletzungen und möglichen Zeiten zur Bergung von Zivilisten ist im Dokument 453-S21-MED beigefügt, jedoch werden keine weiteren tödlichen Verletzungen auftreten. Um 1.19 Uhr werden 19 Zivilisten, 21 Wachen A bis S, SCP-453 betreten, die alle mit improvisierten Waffen und Schilden ausgestattet sind und die Menge mit einer Taktik unterwerfen, die vermutlich mit der römischer Wachen übereinstimmt. Die 21 Wachen werden dann den Club räumen. Verletzte Zivilisten können beim Verlassen des Clubs behandelt werden und werden kein weiteres geskriptetes Verhalten zeigen. SCP-453 kann nach einem Fall von Skript 21 um 2 Uhr geschlossen werden. Das gesamte Personal sollte sich dann sofort bei der Triage melden, um dem medizinischen Personal zu helfen. Folgen: Keiner der Teilnehmer von Skript 21 zeigt irgendeine Erinnerung an die tatsächlichen Ereignisse. Alle erinnern sich daran, in eine gewalttätige Kneipenschlägerei verwickelt gewesen zu sein und daran, dass einige Menschen schwer verletzt wurden. Andere Erinnerungen sind verschwommen, übereinstimmend mit der Wirkung eines schweren Alkoholrauschs. Anmerkung: Dies ist eines der historisch am häufigsten auftretenden Ereignisse, das bereits auftritt, seit die Foundation über diesen Ort Bescheid weiß. Die Häufigkeit seines Auftretens hat etwas abgenommen. Da es sich um das gewalttätigste unter den üblichen Skripten handelt, ist es erforderlich, dass alle Mitarbeiter an SCP-453 mit genauer Abfolge aller Ereignisse in diesem Skript vollständig vertraut sind, sowohl zu ihrer eigenen Sicherheit als auch um die Zahl der Opfer und der Zivilbevölkerung so gering wie möglich zu halten. Versuchsprotokoll 453-S21. Besonderheit: Bis heute hat jeder Versuch, in Skript 21 einzugreifen, entweder zu neutralen Ergebnissen geführt, zum Beispiel keine Möglichkeit, die für die Zubereitung der Mahlzeiten für 21 Senator benötigte Zeit zu ändern, oder das Personal von SCP-453 wird Teil der geskripteten Ereignisse, wobei das Personal immer schwere Verletzungen erleidet. Weitere Tests wurden bis zur Genehmigung der Stufe 4 verweigert. Frühere Protokolle sind auf Anfrage erhältlich. Skript 82: Der Pluralitätskult. Höchste Priorität: hohe Todesrate. Wenn sich bis 0 Uhr kein bekanntes Skript manifestiert hat, wird dem Personal empfohlen, sich auf die Möglichkeit eines Skript 82-Ereignisses vorzubereiten. Es wird eine Kontrolle der Waffen empfohlen, gefolgt vom Anlegen der Schutzanzügen und Gasmasken, die gegen das Neurotoxin Typ 14 behandelt wurden. Zivilisten muss gesagt werden, dass die Schutzausrüstung Teil eines Themenabends ist und sie müssen eine nicht funktionierende, dekorative Schutzbrille erhalten, wenn sie daran teilnehmen möchten. Relevante Ereignisse: Skript 82 wird sich nicht vor 2 Uhr manifestieren. Bis zu diesem Zeitpunkt ist SCP-453 völlig inaktiv und die Ereignisse sind völlig normal. Um 2.01 Uhr wird sich ein Teilnehmer, 82 Prime, in die Mitte des Raumes begeben und auf Latein verkünden, Zitat: Die Zeit der Pluralität ist gekommen.
zwischen 50% und 90% der anderen Zivilisten im Club, im Folgenden als 82 Kultisten bezeichnet, werden antworten, Zitat, »Wir begrüßen die vielen.« Anmerkung, alle Mitarbeiter der Foundation, die beobachtet werden, dass sie ebenfalls auf diese Art antworten, sind sofort und ohne zu zögern vom nächststehenden Mitarbeiter zu terminieren. Zu diesem Zeitpunkt hat die Intervention 453-82 Paria zu beginnen. Die nachstehende Abfolge der Ereignisse ist eine Zusammenfassung von Paria. Die Mitarbeiter in SCP-453 müssen das beigefügte vollständige Protokoll lesen und sich einprägen. Während 82 Prime ausgewählt wird, werden beobachtende Mitarbeiter mithilfe von für diesen Zweck entwickelter Software Zivilisten identifizieren, die nicht auf die Ankündigung von 82 Prime geantwortet haben. Diese Zivilisten werden auf den Herz der Schutzhalme sämtliche Foundation-Mitarbeiter angezeigt. Oberste Priorität ist es, diese Zivilisten zu sichern und sie in den Wartebereich 453-11 zu bringen. Wartebereich 453-11 ist von nicht weniger als 2 bewaffneten Mitarbeitern zu sichern. Sämtliche 82 Kultisten, die sich dem Bereich auf 5 Meter nähern, sollte mit tödlicher Gewalt begegnet werden. Sollte die Anzahl unbeteiligter Zivilisten zu groß sein, um sie vor 2.15 Uhr entweder aus Platz- oder Personalmangel im Wartebereich 453-11 unterzubringen, ist es dem gesamten Foundation-Personal befohlen, den Versuch der Sicherung von Zivilisten einzustellen und stattdessen damit zu beginnen, sämtliche 82 Kultisten zu überwältigen. Nicht tödliche Gewalt wird bevorzugt. Kultisten müssen bewusstlos oder komplett bewegungsunfähig gemacht werden. Aber tödliche Gewalt ist autorisiert und wird gefördert, wenn Paria langsamer voranschreitet als erwartet. 82 Prime darf in keiner Weise verletzt oder unterbrochen werden. Zwischen 2.01 Uhr und 2.25 Uhr wird 82 Prime die 82 Kultisten in einen lateinischen Gesang anführen. Sie werden nicht auf Angriffe von Foundation-Mitarbeitern reagieren. Und unbeeinflusste Zivilisten werden sich so verhalten, als ob nichts los wäre. Wenn es bis 2.25 Uhr nicht gelungen ist, dass erstens alle Zivilisten gesichert und oder zweitens alle 82 Kultisten überwältigt wurden, wird das Skript mit einem hysterischen Lachen von 82 Prime enden, der auf den Club anstößt und zur Normalität zurückkehrt. Der Rest des Abends wird so ablaufen, als wäre SCP-453 ein gewöhnlicher Club und alle Besucher werden vor 4 Uhr gehen. Wenn bis 2.25 Uhr nach Beendigung der Gesänge noch irgendwelche Zivilisten und 82 Kultisten die vollständige Ausschaltung der einen oder anderen Fraktion ist als Vorbeugung ausreichend, in SCP-453 verbleiben, ist Paria sofort abzubrechen und das gesamte Personal ist verpflichtet, alle Nicht-Foundation-Mitarbeiter innerhalb von SCP-453, Zivilisten und 82 Kultisten, mit Ausnahme von 82 Prime, mit allen Mitteln zu töten. Das Beobachtungspersonal hat dann das neurotoxische Gas Typ 14 in SCP-453 freizusetzen. 82 Prime soll wie bisher nicht angegriffen werden. Es ist anzumerken, dass 82 Prime sich als resistent gegen das neurotoxische Gas Typ 14 erwiesen hat. Der Einsatz anderer Gastypen ist nicht autorisiert. Sollte 82 Prime in irgendeiner Weise verletzt werden, oder wenn Zivilisten oder 82 Kultisten bis 2.30 Uhr aktiv bleiben, ist das Beobachtungspersonal dazu angehalten, sofort die Selbstzerstörungsmechanismen der Anlage zu aktivieren. Wenn um 3 Uhr der Kontakt zur SCP-453 verloren wurde, ohne dass eine erfolgreiche Selbstzerstörung registriert wurde, ist das Beobachtungspersonal verpflichtet, alle Abhörposten der Foundation über die Sendefrequenz zu benachrichtigen. Es muss über ein mögliches K-Klasse-Szenario diskutiert werden. Folgen: Keiner der überlebenden Teilnehmer wird sich an Skript 82 erinnern, sondern nur an eine angenehme Nacht im Club, selbst wenn die Operation Paria fehlschlug. Jedoch mit Ausnahme von 82 Prime. Diejenigen, die als 82 Prime-Teilnehmer ausgewählt wurden, werden wiederkehrende Albträume haben, die von Daten gelöscht handeln und die typischerweise zu Schlafverlust, verminderter Produktivität und schließlich zum Wahnsinn führen. Aus diesem Grund sollten die Mitarbeiter ehemalige 82 Prime-Teilnehmer beim Verlassen des Clubs ergreifen und sie zu Standort zur Therapie und Überwachung einweisen. Anmerkung:
Trotz des Schweregrades dieses Skripts ist Paria in der Regel äußerst effektiv. Ein Abbruch ist seit 1900 nicht mehr notwendig gewesen. Und ein vollständiger Misserfolg hat sich seit dem 16. Dezember 1857 nicht mehr ereignet. Aus Berichten geht jedoch hervor, dass das Skript 82 seit Daten gelöscht immer häufiger auftritt. Persönliche Auswertung. Hallo ihr Verrückten und herzlich willkommen zur SCP-Auswertung von SCP-453, heute in der Erkältungsedition. Es tut mir leid, es ist wahrscheinlich super anstrengend zu hören, aber naja, ich kann nichts machen, wenn ich erkältet klinge. Ich will ja nicht Videos ständig ausfallen lassen. Okay, also wir haben hier einen Nachtclub, bei dem so einige interessante Sachen passieren. Jede Nacht, irgendwo in Italien, zwar nicht gesagt wo, aber jede Nacht hat dieser Nachtclub geöffnet von 20 bis 4 Uhr morgens und es kommen immer zufällig gemischte Personen dort rein. Also es sind Menschen aus der Ortschaft, wo dieser Nachtclub ist, aber auch aus umliegender Region. Und je nachdem, wie das Umfeld ist, was für Gäste dort sind oder ob irgendwelche Ereignisse drumherum passiert sind, die das beeinflussen, geschieht eines von x möglichen Szenarien. Ich weiß gar nicht, ob da gestanden hat, wie viele Skripte es gibt, so wird das nämlich genannt, aber da wir die silbernen Harlequins als Skriptnummer 117 haben, sind das ja doch schon ganz schön viele. Das ist, ja, so ähnlich wie in einer Serie. Man sieht, ach ja, heute kommt die Folge, die untreue Ehefrau. Und alle Mitarbeiter der Foundation, die dort arbeiten, die Barkeeper sind oder ja zum medizinischen Personal gehören oder zur Reinigungskraft, müssen genau wissen, was passiert, welches Ereignis zuerst kommt, was danach kommt. Sie müssen das auswendig können, denn man versucht immer, den Schaden so gering wie möglich zu halten. Die Aufgabe der Foundation ist es nicht zu erforschen, woher das kommt, warum das so ist, sondern es einzudämmen, zu schützen und natürlich auch alles zu sichern. Und dementsprechend wissen wir lediglich, dass es schon vor Christus, also vor über 2000 Jahren, dieses Phänomen gibt. Wenn dort kein Gebäude stand, dann haben die dort auf offenem Feld gefeiert. Jeden Tag. Und da die Menschen Latein sprechen, muss der Ursprung, ja, wir haben ja den Senator, also wissen wir, es waren die alten Römer, die das irgendwie hervorgerufen haben, oder wo es angefangen hat, sich festzusetzen. Und seitdem läuft da jede Nacht ein Skript ab. Es wurde im Wiki die Frage gestellt, wenn zum Beispiel die untreue Ehefrau bevorzugt auftaucht und relativ häufig ist, warum bekommt das zum Beispiel die Skriptnummer 43? Das heißt, 42 weitere Skripte sind schon passiert, bevor die fremdgehende Ehefrau aufgetreten ist, die ja nun in sehr hoher Wahrscheinlichkeit immer auftaucht. Da wurde dann geantwortet, dass das aktuell so ist. Also aktuell tritt die fremdgehende Ehefrau richtig häufig auf. Die fremdgehende Ehefrau ist ein Protokoll, bei der eine Frau mit 3 Männern auf die Toilette geht und später ihr Ehemann dazukommt und ja, es zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung kommt. Ende. Da muss man dann aufpassen, dass der Ehefrau nichts passiert, dass dem Ehemann nichts passiert, dass die 3 Männer nicht so stark verletzt werden. Und da hat die Foundation, so ähnlich wie beim Butterfly-Effekt, verschiedene kleine Sachen ausgetauscht. Mal das Schloss ausgetauscht, mal ihm nicht die Waffe in die Hand gegeben, sondern einfach nur ein Glas. Man hat versucht zu gucken, was passiert, wenn. Und ich muss persönlich sagen, ich liebe das. Ich finde das so toll, dass man halt verschiedene Möglichkeiten hat, um zu gucken, kann man sowas verhindern oder nicht. Nein, im Grunde kann man die Skripte nicht aufhalten. Man kann nur den Schaden reduzieren. Und das ist ja die Aufgabe der Foundation, das so klein wie möglich zu halten. Und das bringt mich zu dem krassesten, heftigsten Skript, das es überhaupt gibt, Skript 82, der Pluralitätskult. Der so krass ist, dass die Foundation gezwungen ist, an irgendeinem Punkt, wenn irgendwas schief geht, alle Leute umzubringen. Es ist ein Kult, der ein Weltuntergangsszenario oder ein extrem krasses Szenario hervorrufen kann. Nicht Weltuntergang, aber so eine Naturkatastrophe. Es wird angedeutet, dass das schon einmal passiert ist, nämlich am 16. Dezember 1857. Und
Auf Wikipedia zum Beispiel gibt es einen Artikel über den 16. Dezember 1857, was dort in Italien war. Da war nämlich ein verheerendes Erdbeben, bei dem 10.000 Menschen gestorben sind. Und es gab monatelang noch Nachbeben und ganze Städte sind in sich zusammengefallen. Das war so schlimm. Es war ein Erdbeben auf der Skala 7 und es war das drittschlimmste Erdbeben, das seit der Aufzeichnung der Erdbeben jemals aufgezeichnet wurde. Und so etwas soll nun verhindert werden, indem die Foundation-Mitarbeiter dort versuchen einzugreifen, die Leute dort rausholen und so weiter. Ich persönlich muss sagen, es ist eine super faszinierende SCP-Akte. Es wäre mega, wenn es sowas als Computerspiel, ach so, gibt's ja. Beispielsweise Life is Strange zum Beispiel, ist eines der besten Spiele, wo man ja auch so ein bisschen, ja, alles mit beeinflussen kann. So komplex ist es natürlich in dem Nachtclub nicht. Ja, man kann kleine Details verändern. Trotzdem wird das Ereignis stattfinden. Nur bei dieser Pluralitätssache kann man größtenteils noch mitbestimmen. Ich finde die SCP-Akte wahnsinnig gut geschrieben, richtig toll. Natürlich hätte ich mir mehr Beispiele gewünscht, aber das einfach nur, weil es so viel Spaß gemacht hat, das zu lesen und sich darüber Gedanken zu machen. Auch, dass es so offen bleibt, woher das kommt, finde ich mega gut. Was sagt ihr zu der SCP-Akte?